Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgefahren, hier heute wieder auf Bahnfieber. Heute fahren wir die S2 nach Delitzsch und zwar mit der Baureihe 145 von Virtual Roads in Kooperation mit Inflorenzo. Das Szenario hat der Norman erstellt und zeichnet sich dadurch aus, dass das nach dem realen Fahrplan erstellt worden ist, als dann auch realer KI-Verkehr. Dazu kommen noch Zugbegleiteransagen und Haltestellenansagen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich werde mich im Szenario zurückhalten, aber werde zum Schluss nochmal ein Fazit von mir. AFB. 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 Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Am Gleis 6 hat Einfahrt S1 nach Leipzig-Milditzhalle über Leipzig-Goris, Leipzig-Leutsch. Abfahrt 15.10 Uhr, Vorsicht am Bahnsteig. Am Gleis 7 steht für Sie bereit, S2 nach Delitzsch über Leipzig-Nord, Leipzig-Messe, Rakwitz. Abfahrt 15.03 Uhr, bitte steigen Sie ein, Türen schließen selbsttätig.
S-Bahn fährt als S2 nach Delitzsch Unterer Bahnhof über Leipzig Messe. Nächste Station Leipzig Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Rackwitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Siva. Station Chortau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante.
Station Delitzsch Unterer Bahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Zugfahrt endet heute in Delitzsch Unterer Bahnhof. Wir bitten deshalb alle Fahrgäste auszusteigen. Zur Weiterfahrt in Richtung Bitterfeld, Dessau bzw. Magdeburg nutzen Sie bitte den RE7692 nach Magdeburg Hauptbahnhof über Bitterfeld, Dessau, Rossigau, Zerbst und Magdeburg Neustadt. Die planmäßige Abfahrtzeit dann heute um 15.38 Uhr vom Gleis 2. Das ist am selben Bahnsteig gegenüber. Am Gleis 4 hat Einfahrt, S2 von Leipzig Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Bitte nicht einsteigen. Die Fahrdienstleitung Delitzsch hier. Du musst deinen Zug jetzt noch in die Abstellung hier in Delitzsch bringen. Das Signal vor dir sollte aktuell noch keinen Fahrtbefehl zeigen, du kannst das aber ohne weiteres mit Befehl 40 überfahren. Die Fahrstraße ist gelegt. Auf dem Abstellgleis hältst du dann bitte auf Höhe des dort stehenden 442ers. Gut, die Fahrdienstleitung Ende. Kommen wir zum kleinen Abschlussfazit. Man merkt, dass der Norman hier sehr viel Spaß dran hat. Er hat ein schönes Szenario zusammengestellt, finde ich. Wir haben hier ordentlichen KI-Verkehr, wir haben ZZAs an den Bahnhöfen. Die Ansagen waren gut und verständlich zu verstehen. Von mir gibt es einen Daumen auf jeden Fall nach oben. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Szenario zu fahren. Ich hoffe, auch ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Bedanke mich dafür und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.